Dumm ist ein reichlich naiver Ausdruck in diesem Zusammenhang. Verzeih, es tut mir furchtbar leid. Schließlich habe ich Brandner extra deinetwegen eingeladen. Du weißt, dass ich ihn nicht ausstehen kann. Und mir tut es leid, dass du meinetwegen einen so unangenehmen Abend erdulden musstest. Oh. Sei nicht so spöttisch. Deiner Ironie bin ich hilflos ausgeliefert. Ich möchte einmal so hilflos sein wie du. Wünsch dir das nicht. Wirklich nicht. Markus, jetzt sag mir mal ganz ehrlich, was los ist mit dir. Dieses ganze Unternehmen mit Brandner, da steckt doch mehr dahinter als dein Architekten-Ehrgeiz. Wie kommst du denn darauf? Ach, erzähl mir nichts. Das heißt, erzähl mir alles. Alles, was dir Sorgen macht. Hast du finanzielle Schwierigkeiten? Du kommst auf herrliche Ideen. Entschuldige, jeder kann doch mal Pech haben. Nein, ich? Ich nicht. Ich würde ganz einfach dich anpumpen. Du würdest mir doch bestimmt jeden gewünschten Betrag zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass ich das tun würde. Ist das dein Ernst? Ja, weil ich nämlich strikt dagegen bin, dass Beziehungen, wie sie zwischen uns beiden bestehen, mit finanziellen Hypotheken belastet werden. Da bin ich aber froh, dass es keine Geldsorgen sind, die mich ärgern. Aber was dich ärgert, willst du mir immer noch nicht sagen. Nein. Ich möchte unsere Beziehung nicht nur mit keiner finanziellen, sondern mit überhaupt keiner Hypothek belasten. Du bist ein Schaf, Markus. Komm her. Ich habe morgen einen schweren Tag. Ich muss nach Hause.